Gut, lassen wir es drauf ankommen. Agentenstatus entlassen. Autorisierung. Ja, auf ein neues. Was? Entlassen? Vielleicht probieren wir jetzt einfach die andere Seite. Versteck dich! Ah, von da oben kam er runter. Guck mal einer an. Warum findet er uns auf einmal wieder nicht? Verstört. Okay, da hinten dran erscheint eine Tür. Schick. Das Ding hat sein Licht benutzt. Lichtstrahl konzentrieren. Maus halten um an diesen Dingern. Man sieht es auch schon. Eine Verwirbelung und... Way. Eine Tür erscheinen zu lassen. Wem soll ich helfen? Wer braucht meine Hilfe? Oh, ist das nicht die Box, in der wir eingeschlossen waren? What the heck? How? Okay. Das war bevor ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Ja, es ist leicht verstörend. Wir sind ja anscheinend schon im Gedankenkomplex des Stem drin. Wir gerade eben eine Infusion erhalten haben. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass wir das Ganze quasi im Stem nochmals erlebt haben und dass Rurik da seine Finger im Spiel hatte. Dann wieder exakt dieselbe. Leslie ist hier. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen. Erwischen? Meinst du damit abknallen, wie du es vorhattest im ersten Teil? Oh, blöde Kudu. Na, da kommen wir nicht durch. Hätten wir vielleicht speichern können. Wenn die Welt hier genauso aussieht wie die andere. Ah, meets Kitty Cat. Aber wir dürfen tatsächlich mal eine Runde speichern. Sehr schön. Hallo, Mietz. Oh. Das haben wir lange gebraucht. Was zum... Nochmal. Was war das? Nicht speichern. Ich will... Ach scheiße, wenn ich eine Pfeiltaste bzw. WASD drücke direkt, steht sie schon auf. Da ist doch gerade irgend so ein komisches Vieh hinter uns rumgeschlappt. Lassen wir sie jetzt einfach mal die Kitty Cat kraulen. Kommt das Teil nochmal? Schatten auf der linken Seite sagt nein. Damn it. Das hätte ich jetzt zu gerne gesehen. Beim nächsten Safe Game dann einfach mal sitzen bleiben. Interesting. Irgendjemand folgt mir. Hier ist so hübsch. Was war das jetzt gerade? Und ausschalten? Nee. Ach, nur Deckung. Ja, die ich hier anscheinend auch brauche, wie es aussieht. Der Gang ist ja mal top.
Ja. Was so? Wir werden wieder durchgeportet, wie es aussieht. Open the doors. Blix. So, sind wir jetzt schon in dem Gang, der nach unten führt? Keine Ahnung, aber da links ist eine Box. Da ist noch ein Gegner. Ich mag da rein die Box öffnen. Oh, wir können ihn anscheinend mit dem Fernseher ablenken. Sonst würde es mich wundern, warum dieser leuchtet. So, durch da. Tim. Ich vertraue hier nix. Aber doch, wir sind hier ein wenig solo unterwegs. Das ist schön. Aber ich bezweifle, dass die Scheiben hier wirklich großartig was halten. Ein Safecode. Okay. Das hingegen könnte jetzt kurzerhand knifflig werden. Warum? Irgendwo müsste doch auch ein Zahlencode dann liegen. Oder zu sehen sein. Das rechte leuchtet so derbe. Ah, unterschiedliche Lichter. Ändern die sich? Nope. Fernsehgerät kann ich eigentlich auch nicht interagieren. Es glitzert nur und flimmert so schön. Irgendwo hier ein Hinweis. Wieso steht ein Safe jetzt öffnen? Wir haben einmal noch das Papier bekommen. Gibt es bei uns vielleicht irgendwas mit Archivco? Strafakte. Da wäre eine Fallnummer, drei Nummern hinten dran. Das könnte unter Umständen stimmen. Hier, 492, der letzte Eintrag. Das wäre doch mal eine Idee. 4, 9 und 3 haben wir gesagt. Nö, tut sich gar nichts. Vielleicht die Anzahl der Fernseher? Kann man da irgendwie auch was vielleicht? Irgendwo muss es einen Hinweis geben. Bezweifle ja, dass man hier nochmals reinkommt. Zwei Bilder. Zwei Fernseher. Ein Schild mit No Smoking. Dammit! Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Irgendwo brauchen wir Hinweise. Komm schon. Sag, bin ich blöd oder so? Okay, 7. 7 blau. Das andere Bild hat keins. Das ist ein 1? Ja. Okay, 1, 7. Das hier ist eine 1. Blau war. Das soll blau sein. War 7. 6, 7. Und jetzt fehlt mir noch rot. Rot, rot, rot. Bild. Ein Bild. Da ist noch ein Bild. 5. Way. Awesome. Brieffragment Nummer 2. Da nicht irgendwo ein Gegner? Überrascht mich jetzt. Gibt der Brain Energy. Ah, gibt in unserem Fall jetzt quasi nur Flaschen. Zwei Stück. Okay.
Dock an. Da haben wir einen. Und eine blaue Karte. Rechts ist auch noch was. Oh, oh, rechts. Links ist auch noch ein Gegner. Ja, das hier schaffen wir ohne große Bedenken. Können wir uns sogar verstecken noch. Wenn ich auf diesem Handy anrufen würde, würde es dort klingeln. Ah, verstehe. Und warum kann ich es nicht? Ah, oder es würde im Handyraum klingeln. Da mich auch gerade verlesen haben. Da hinten ist der Doktor. Da ist einer. Ich muss hier theoretisch nur durch, habe ich das Gefühl. Der andere geht eh nie weiter als hier. Den kann man einfach hier kurz rüber locken. Die Tür ist ja normal öffbar. Öffnenbar? Nein, öff. Lässt sich normal öffnen. Meine Güte. So. Was haben wir hier? Laborschlüsselkarte. Yay. Ja, und genau die haben wir gebraucht. So. Ah, nee, okay. Ja, gut. Ich muss den Doc. Ich könnte einfach alle beide. Oh, shit. Ungünstig. Einfach alle beide dort drüben hin. Und wir sind weg. Komm, 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 komm. Yes. Ha. Fuck you. Vergessen Sie nie, Sie sind eine von uns. Wir sind eine von Ihnen. Eine von Ihnen. Deswegen leuchtet es wahrscheinlich auch hier den Stern an und es gibt einen dezenten Hinweis darauf, macht hier deine Tür. Oder auch nicht. Dann leuchtet den da an. Oder das leuchtet mir nicht. Nee, das ist doch schade. Sieht aus wie eine Tür. Dann muss ich hier... Ah, Moment, genau. Das Symbol ist doch gar nicht fertig, oder? Warte, wie sieht das Scheiß-Symbol nochmal aus? Ah, es muss über dem Teil sein. Das heißt, so irgendwie. Hä? Also ich krieg den Strahler gerade nicht so gescheit hin, habe ich das Gefühl. Kann ich den da benutzen? Ich kann auf jeden Fall draufklettern, super. Ich darf den Strahler aber nicht mitnehmen. Ja, es hat eben ja schon mehrfach aufgeleuchtet. Ach, den Schatten muss ich nehmen. Ach Gott. Damn. Schusse. Die Luft hier ist drückend.